Das Wunder ist vollbracht. Das Spiel ist finanziert. Hallo Internet, mein Name ist Hardin und herzlich willkommen zu News Folge 10. Das Spiel dieser News-Folge ist Vater Deum und wir haben zwei Themen, über die wir sprechen werden. Thema 1, der Fortschritt der Kickstarter-Kampagne. Und Thema 2, Gebäude und ihre Funktionalität in Vater Deum. Thema 1, der Fortschritt der Kickstarter-Kampagne. Vor 2 Tagen war es endlich soweit. Vater Deum gab uns bekannt, dass sie das erste Ziel, zu 100% finanziert zu werden, erreicht haben. Sie sammelten 40.000 Euro. Aktuell, in dem Augenblick, in dem ich das hier aufnehme, haben sie 43.864 Euro gesammelt. Und sie haben noch 12 Tage Zeit, um noch mehr Geld zu sammeln, um all die tollen Stretch Goals zu erreichen, die sie so aufgestellt haben. Und da waren eine Menge. Das geht hoch bis 400.000 Euro, wo wir dann endlich ein trainierbares Tier bekommen, was uns, unseren glorreichen, göttlichen Willen im Reich der Sterblichen repräsentiert, für uns Dinge tut, Gläubige gewinnt und uns das Extra-Quäntchen Black-and-White-Feeling gibt, was uns aktuell noch in Vater Deum fehlt. Aber man muss auch eingestehen, dass sie das erste Mal eine Kickstarter-Kampagne machen. 42 Bits Entertainment hat vorher noch nie eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Und das merkt man auch ein bisschen an den Stretch Goals. Denn nachdem das erste Ziel 40.000 Euro waren, um das Grundspiel zu machen, wo ich immer wieder darauf hinweise, wenn sie sich darauf konzentrieren und das gut machen, dann kommt der Rest von alleine. Haben sie das nächste Stretch Goal bei 50.000 angesetzt und es wurde bemerkt, dass das doch relativ hoch ist. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Seiten wie Come On, also Cool Mini or Not, also Firmen, wenn diese Kickstarter-Kampagne machen, grundsätzlich die Stretch Goals bekannt geben, aber nie die Höhe. Damit man eben jederzeit sagen kann, ihr habt's erreicht und dann eben neu kalkulieren kann. Schaffen wir das auch mit 5.000, brauchen wir dafür 10.000? Ist es motivierender, so zu machen oder so zu machen? Naja, und das hat dann dazu geführt, dass es ursprünglich für 50.000 das Stretch Goal gab, dass wir eine Abtei bekommen. Eine Art Kloster, in dem wir Mönche ausbilden können, die dann unsere Religion verbreiten. Jetzt bekommen wir das Kloster schon für 45.000 Euro. Das heißt, wir brauchen nur noch knapp 1.200 Euro, um ein Kloster in das Spiel zu bekommen und unseren Sterblichen, die uns folgen, noch mehr Aufgaben zu geben und noch mehr Möglichkeiten zu gewinnen, um unsere Religion zu verbreiten. Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn das nächste Stretch Goal weiterhin erst bei 60.000, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommen würde. Also hat man sich überlegt, man schiebt noch ein Stretch Goal ein, nämlich die Universität, die wir ab 50.000 Euro bekommen. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr nur die Schule und ein weiteres Gebäude, über das ich gleich sprechen werde, sondern bekommen dann auch die Universität, um unsere Bürger zu bilden. Das heißt, wir werden eine Religion gründen können, die sich sehr auf Wissenschaft versteift und ihre Anhänger dazu bringt, sich hoch zu bilden. Obwohl das ja normalerweise dazu führen würde, dass man den Gott nicht mehr braucht, im allerbesten Sinne. Ich meine, technischer Wohlstand kann jedes Wunder ersetzen. Nun ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass sie auf die 50.000 Euro noch kommen. Ich hoffe natürlich, dass sie auf die 400.000 Euro kommen. Ich glaube aber nicht, dass sie das noch im Rahmen der nächsten 12 Tage schaffen werden, denn aktuell verläuft die Kampagne zwar gut, aber eben auch ein bisschen langsam, aber ganz normal. 2.000 Euro pro Tag sammeln sie ein. Das ist wirklich gut, gerade für ein Nischenspiel innerhalb eines Nischengenres, also ein Gottspiel, was ja ein Nischengenre innerhalb des Strategiespielgenres ist, was ja immer noch ein Nischengenre ist, zumindest wenn man Echtzeitstrategie nimmt.
Und Mobas rausrechnet. Naja, wie man auch immer dazu stehen mag. Thema 2. Gebäude und ihre Funktionalität in Fata Deum. In Fata Deum verfolgt 24Bits Entertainment aus meiner Sicht mit den Gebäuden zwei Ziele. Erstens, wir sollen auf den ersten Blick erkennen, was ein Gebäude macht. Und zweitens soll der Eindruck eines harmonischen, mittelalterlichen, renaissanceartigen Dorfes erweckt werden. Für das erste Ziel steht ganz eindeutig die Bibliothek, die uns mit Update Nummer 9 auf der Kickstarter-Seite vorgestellt wurde. Diese sieht einfach nur wunderschön aus, und zwar wie ein großes, aufgeklapptes Buch. Man sieht viele Schränke mit vielen Büchern drin, man sieht eine wunderschöne Wendeltreppe wie in alten englischen Bibliotheken üblich, man sieht diese riesige Leiter, die man von großen Bücherregalen her kennt, man sieht Tische vorne stehen, wo die Leute lesen können, was sie sich gerade aus der Bibliothek ausgeborgt haben und wo sie ihre Bildung erweitern können. Dann wiederum gibt es Gebäude wie die Town Hall, also das Bürgermeisterhaus, das Rathaus, was eindeutig den Eindruck einer wunderschönen mittelalterlichen Stadt erzeugen soll. Da gibt es noch andere Gebäude, die ich unter das Gebiet Dorfleben zusammenfassen würde. Da würde ich, wie gesagt, die Bibliothek zuführen, die Residenzen, von denen wir schon bereits Bilder gesehen haben, die einfachen Unterkünfte, die uns vorgestellt wurden, aber natürlich auch die Baracken würde ich dazu zählen und natürlich das Rathaus. In diesen Gebäuden sieht man, denke ich, ganz eindeutig mehr oder weniger das Ziel, ein Dorfleben zu repräsentieren, obwohl die meisten dieser Gebäude doch eher dazu dienen, uns ein harmonisches Dorf darzustellen, haben wir dann mit der Bibliothek einen etwas anderen Ansatz, nämlich die Funktionalität uns eindeutig darzustellen. Und das sehen wir dann zum Beispiel auch in anderen Gebäuden, die zum Beispiel zur Produktion gehören, wie dem Goldschmied, dem Waffenschmied, der Bäckerei und der Sägemühle, sowie auch der Brauerei. Zugegeben, bei Waffenschmied und Bäckerei muss man etwas genauer hinsehen, damit man die Brote der Bäckerei oder die Schilde und Schwerter des Waffenschmiedes erkennt. Aber ich denke, da wird sich noch ein bisschen was tun, damit man das noch deutlicher sieht, denn gerade der Goldschmied ist doch recht deutlich zu erkennen durch dieses große, goldene Gussgefäß, wo man quasi den Eindruck bekommt, da wird das Gold geschmolzen und dann zu Barren gegossen. Und noch auffälliger ist eigentlich nur die Brauerei. Die Brauerei bzw. die Taverne sieht aus wie drei Fässer. Da stehen einfach drei Fässer rum. Und das sieht einfach nach Party aus, nach einer schönen, offenen Kneipe, vielleicht auch nach drei Ständen, wie wir sie von Volksfesten her kennen. Das macht Laune, man weiß genau, was das Gebäude machen soll. Es wird die Leute zufriedener machen. Und das, finde ich, ist ein sehr gelungener Ansatz. Gerade wie sie die Balance halten zwischen, wir erkennen sofort, was die Gebäude machen, und wir haben den Eindruck eines schönen Dorfes. Gerade wenn dann noch mehr Gebäude dazukommen, denke ich, ist es extrem wichtig, dass man diese Balance behält. Denn ich denke, ich brauche kein Wohnhaus, was aussieht wie ein Bett. Das ist nicht nötig. Aber eine Brauerei, die aussieht wie drei Fässer, das ist toll. Wenn euch diese News zu Fata Deum und das Spiel generell gefallen haben, dann guckt in die News Folge 6, 7 und 9. Wenn euch mein Kanal gefallen hat, dann bitte liked, shared, abonniert und aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen Spaß beim Spielen und sage auf Wiedersehen, Internet! Euer Harden.